Nach hinten raus ist das, finde ich, eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob die Stelle das hier ist. Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und heute im Track Rating Tunge Vaag und Raban mit Samsara. Wenn wir uns die Klickzahlen des YouTube-Uploads dieses Tracks anschauen, dann wissen wir auch, dass es sich hierbei nicht um einen unbekannten Track handelt. Ich glaube 40 Millionen oder irgendwie sowas um den Dreh war es. Ja, ein Forum-Mitglied hat den Track bereitgestellt. Und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also, womit fange ich denn an? Ich fange an mit dem technischen Aspekt. Also wir sehen hier die Waveform. Was zunächst schon mal auffällt, ist, wir haben definitiv Dynamik. Also wir sehen ganz klar den Break, ne? Wir sehen hier quasi so der Anfang des Breaks, hier sozusagen eine Steigerung und hier dann der Main Part. Das ist schon mal erfreulich, das allein schon an der Waveform erkennen zu können. Das Ganze fängt mit so einer Hausgeschwindigkeit an, um die 125 BPM schätze ich mal, steigert sich dann in den Break und ich glaube dann beginnt auch direkt das, nee, im Break ist auch noch das Tempo quasi diese Hausgeschwindigkeit. Time's running up, tick tock, I don't settle mine, only a threat of life. Do you believe in karma? Was mir hier technisch schon mal sehr gut gefallen hat, ist, wenn man aufs Vocal achtet, das Vocal ist absolut trocken. Es ist gar nicht viel, ich weiß gar nicht, ist Hall oder und Echo drauf? Talk, I don't settle mine, only a threat of life. Do you believe? Wenn minimal. Das zeigt auch immer sehr, sehr schön, hier musste nichts kaschiert werden. Ja? Man hat eine gute Sängerin und gute Sänger oder gute Sängerinnen kann man auch einfach wirklich sehr trocken in den Mix reinbringen. Sie ist auch komplett mono, hat auch keine Begleitstimmen, dafür sind ja diese Chords da, also diese geplackten Saws im Hintergrund. Und die sind auch sehr breit, ne? Also so funktioniert dann auch die Stereo-Aufteilung. Sehr, sehr gut gemacht. Saubere Arbeit. Hier kommen dann die Backing-Vocals, also noch die mit die Harmonie singen, die sind auch im Stereofeld angeordnet. Also wirklich technisch sehr sauber. Und ihr seht ja auch wirklich mit viel Platz, das ist alles gut. Und jetzt kommt der Main Part und da ist es halt etwas spezieller. Tempo geht runter. Und wir sind auf 109 BPM. Auch hier technisch kann man das absolut so machen. Die Kickdrum ist einfach massiv. Ja, also ihr seht das ja auch. Die Kickdrum ist, also das würde ich genau so machen. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Kickdrum und dieser Offbeat, diese Offbeat Bassline, ne? Also Kick und da ist der Offbeat, die Bassline. Ja, also technisch auch hier alles richtig gemacht. Wir können uns mal das Stereofeld anschauen. Man sieht es hier an der grünen, ja, an diesem grünen Feld, was den Mono-Anteil betrifft, auch alles absolut richtig gemacht. Und dann kommt wieder der nächste Break. Don't waste your time. Tick, tock. Und wir sind mit dem Tempo wieder schneller geworden. Ja, also technisch möchte ich damit jetzt erstmal abschließen. Da ist alles gut und richtig gemacht worden. Jetzt kommen wir mal zum Musikalischen. Ich finde, dieser Song hat drei, oder weiß ich gar nicht, ein paar Punkte, die mich
wirklich nerven. Also zum einen, dieser Tempowechsel, der ist für mich lieblos. Der ist, also der passiert ja einfach und der ist, außer an dieser Stelle hat er auch keinen dramatischen Effekt. Also hier an der Stelle würde ich sagen, ja, ist cool, vorher waren wir schnell. Da kriegt man den Tempowechsel ja auch mit. Das ist so ein richtiges, wir entschleunigen das Ganze. So, zum nach hinten raus ist das, finde ich, eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob die Stelle das hier ist. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das gemacht, um das mixen zu können. Aber wir haben hier diesen Tempowechsel nicht. Also, der findet nicht progressiv statt, sondern mit einem Mal, bis zu diesem Zeitpunkt hier, ist das 109 BPM und wird schlagartig 125, 128. Das ist nicht tanzbar. Das bringt doch jeden raus. Also, das ist lieblos, finde ich, produziert. Das kann man so einfach nicht machen. Also. Ich brauche dann so ein paar, also das ist wie ein schlechter Übergang beim Mixen. Also finde ich nicht so cool. Das andere, was mir wirklich songtechnisch mal wieder, Gimbal und Sinan TV-Fans, es tut mir im Übrigen leid, dass Gimbal heute nicht dabei ist, die wissen das. Achtet mal auf den White Noise beim Drop. Da ist permanent im Hintergrund einfach ein Rauschen. Völlig unmotiviert und auch keine Entwicklung dabei. Es ist kein, dass irgendwie ein Filter dabei wäre. Auch volumenmäßig passiert da gar nichts. Das ist einfach komplett durchgehendes Rauschen. Das ist einfach schlechter Radioempfang. Also für alle, die nicht wissen, was gemeint ist. Moment. Da ist die ganze Zeit im Hintergrund. Stellt euch vor, ich würde eine Sendung machen und wird einfach im Hintergrund die ganze Zeit. Ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Also, das, ich verstehe das nicht. Nee, Leute, also. Ist das wieder dieser Effekt, ja, Tungewag saßen da oder wie die auch immer heißen und dachten so, ist irgendwie noch nicht fett. Ja, komm, mach mal so ein Rauschen drunter. Hehe, jetzt ist cool. Also, ich finde, ich kann dem Song da irgendwie, ich finde den Break ganz nett mit dem Gesang. Und ja, der Main Part ist im Übrigen ja auch einfach nur so ein, da will ich mal sagen, okay, das lasse ich durchgehen, aber im Prinzip ist es ja runtergepitchtes Melbourne Bounce, ne? Und auf 129 merkt man auch auf einmal, dass das auch nicht so richtig, also dieses Rauschen macht alles kaputt, weil, also es ist noch nicht mal gepumpt, das Rauschen, also. Also musikalisch muss ich sagen, gefällt der Track mir wirklich nicht. Er macht im Prinzip nichts wirklich jetzt von den Harmonien und alles, ist alles soweit in Ordnung, aber haut mich wirklich nicht vom Hocker. Das löschen wir mal ganz schnell, weil das schon das Rating war, was ich schon mal gemacht habe. Jetzt habt ihr es schon gesehen. Ich hab's mir auch gar nicht gemerkt. Vielleicht mache ich jetzt ein anderes. Aber ich musste den Track ja jetzt nochmal fürs Video raten. Also, do you like it? Nein. Nee, ich mag's wirklich nicht. Ich wüsste nicht, wann ich mir das nochmal anhören will. Innovation, man könnte jetzt sagen, ja, diese Tempowechsel sind recht innovativ und dieses langsame Melbourne Bounce ist okay, puh, keine Ahnung, so mittelmäßig. Sounddesign macht der Track eigentlich so weitestgehend, also die Kickdrum, diese Sounds, im Melbourne Part da, das klingt alles gut gemacht und ich muss sagen, Mixdown Mastering ist wirklich sehr, sehr gut. Also, mir ist nichts aufgefallen, was man Mixdown und Mastering technisch hätte besser machen können. Ja. Das sende ich jetzt mal so ab.
Bin mal gespannt. Ich glaube, der Track kommt insgesamt besser an. Ja, der kommt echt ganz gut an. Also bei mir kommt er wirklich nicht gut an. Warum nur 7 eigentlich? Weiß ich nicht. Ich finde, der Track ist wirklich sehr produktionstechnisch hochklassig. Ja. Jetzt mache ich mich hier nochmal groß. So. Bis zum nächsten Track-Rating-Video, whatever. Danke wie immer fürs Einschalten. Empfiehlt mich weiter und bis bald.